Ich befinde mich hier im Landtagsclub der Sozialdemokratischen Partei. Bei mir ist Herr Franz Mehr, Vorsitzender der FSG Post. Es geht um die Personalvertreterwahl der Post. Herr Mehr, was haben Sie für Erkenntnisse erlangt? Wie gesagt, es liegt ein Wahlbetrug seitens der Fraktion Christlicher Gewerkschaft vor. Es gibt ein Geständnis, nur es gibt in der FCG keine Maßnahmen, das heißt, die Verantwortlichen der FCG sind immer noch in Amt und Würden. Wir fordern daher den sofortigen Rücktritt von Rudolf Meusburger aus allen seinen politischen und gewerkschaftlichen Funktionen. Seitens der damalige Spitzenkandidat Franz Gstrein, auch Landesvorsitzender der Postgewerkschaft, der seit 3 Monaten diese ganze Geschichte mit unterstützt, muss weiters auch zurücktreten. Weiters fordern wir umgehende Neuwahl und eine Entschuldigung bei der FCG, von der FCG an alle unsere Wählerinnen und Wähler. Herr Mehr, was passiert im Moment in dieser Angelegenheit? Es ist so, die Kriminalpolizei hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erhebungen gemacht. Der leitende Staatsanwalt, Dr. Pflanzner, hat weitere Vorerhebungen beantragt beim Bezirksgericht in Bregenz. Das Bezirksgericht fungiert hier offenbar als Untersuchungsgericht. Das ist schon mal die eine Sache. In der Wahlanfechtung selber findet die erste ordentliche Tagsatzung Anfang März statt. Und wir erwarten uns natürlich, dass es zur Neuwahl kommt und vor allem zu einer raschen Neuwahl. Vielen Dank fürs Gespräch.